Wie kann es sein, dass du mich so schnell gefunden hast? Naja, das war jetzt nicht wirklich schwer zu finden beim derart schlecht versteckten Kontrollraum. Also sie haben mich wohl ein bisschen unterschätzt. So scheint es wohl. Aber das Spiel ist noch lange nicht zu Ende. Na, das sehe ich etwas anders. Ob das Spiel zu Ende ist oder nicht, entscheidet wohl derjenige mit dem längeren Schwert. Und bei dem Kaventsmann hier in meiner Rechten liegt ja wohl auf der Hand, wer von uns hier den längeren hat. Du weißt wohl nicht, mit wem du dich hier anlegst, du Frevler. Ich bin der Moderator und somit sozusagen der Vorsteher dieser Urwalddimension. Allein mein Wort hat Gewicht. Das sollte dir bewusst sein, wenn du hier mit deinem Schwert rumfuchtelst. Ich fuchtel hier mit meinem Schwert rum, wie ich will. Du Wicht machst mir hier einen auf Obermacker und was kommt dabei raus? Nur heiße Luft. Du zweifelst also an meiner Autorität? Wie kannst du es wagen, du erbärmliche Flitzpiepe? Erbärmliche Flitzpiepe? Oh Mann, haben Sie nicht ein paar bessere Sprüche auf Lager? Naja, wie dem auch sei, ich bin jetzt hier nicht zum Labern auf ein Kaffeekränzchen gekommen, sondern mit dem Appell an Sie, mich so schnell wie möglich wieder nach Hause zu schicken. Ich bin nicht gewillt, in diesem Urwald noch weiter zu versauern. Du willst also nach Hause? Ich schick dich höchstens dahin, wo der Pfeffer wächst. Ah, nein, nicht so schnell, mein Freund. Ich sitze immer noch am längeren Hebel. Wie kannst du es wagen? Das tut verdammt weh. Ich glaube, meine Lungenflügel wurden gestoßen. Ich kollabiere gleich. Aber ich will schwarze Augen. Sie wollten ja nicht hören. Aua! Jetzt habe ich endgültig die Faxen dicke. Vielleicht hilft mir der Trank von Kopernikus. Das ist meine letzte Hoffnung. Was zur Hölle machen Sie? Aua, mir ist leid. Alle Möbel sind ab. Wow, das war jetzt aber echt mein würdiger Abgang. Verdammte Kacke, ey. Oh Mann, ich glaub, der Typ hat sich gerade eben selbst ins Aus geschossen. Beziehungsweise ist er wohl eher ins Aus gesprungen. Mann. Von dem ist ja kaum noch was übrig. Naja, wenigstens hat er sich ein paar Sekunden frei wie ein Vögelchen gefühlt. Irgendwie ein schöner Tod, wenn man vom Aufprall absieht. Du denkst wohl, du hättest jetzt gewonnen, Kurando. Hä? Wenn du dich da nicht mal irrst. Wer sind Sie? Entschuldige bitte die Unhöflichkeit. Mein Name ist Christopher. Christopher, wer? Ich bin sozusagen befehlshabender General von Professor Framex Assassinen. Ja, schön für dich. Mein Partner Grink hat bereits Dr. Lang lokalisiert. Wer ist Grink? Aber was rede ich da überhaupt noch? Überzeug dich doch einfach selbst. Ja, gerne. Hallöchen, Popöchen. Hallo. Hallo, mein lieber Kurando. Ja, ich würde sagen, der Dr. Lang, der wird mein sein, denn ich habe ihn schon vorher gefunden. Ja, kannst sagen, gerne. Na denn, ich verzieh mich mal schnell, ne? Tschüss. Wie du siehst, sieht es verdammt schlecht für dich aus. Na, glaube ich nicht. Du könntest eigentlich sofort resignieren. Ich würde resignieren? Während du in meiner Urwalddimension versauerst, werden wir uns schön um Dr. Lang und deine Welt kümmern. Das wüsste ich aber. Was seid ihr für Gestalten? Und es wird noch schlimmer für dich werden. Ich möchte dir jemanden vorstellen. Ja, wen denn jetzt noch? Klaus van Kobernikus. Klaus van Kobernikus? Den Kopf hinter unserer Alchemieabteilung. Oh, wer ist das denn schon wieder? Danke, Christopher. Gestatten, van Kobernikus. Ja, hallo. Sie entziehen sich sicherlich an den Trank, der gerade eben konsumiert wurde. Ja. Sie müssen wissen,
Dabei handelt es sich um einen sogenannten DNA-Verfeinerer. Dieser Trank entfesselt die verborgenen Kräfte in einer Person und manifestiert sie in physikalischer Form. Sie sollten also schnell ihren Hut ziehen, denn gleich könnte es so richtig ungemütlich werden. Viel Spaß mit meiner Schöpfung. Bia, bia, bia. Seltsame Geräusche. Kommt das von draußen? Oh mein fucking Gott! So etwas habe ich ja noch nie gesehen. Wow, ich nehme jetzt wirklich alles zurück. Sie haben eindeutig den Längeren von uns beiden. Ja, hallo! Ich verstehe kein einziges Wort. Geht das auch irgendwie mal in Deutsch? Ja, ich verstehe nichts. So eine Scheiße, ich verstehe einfach nichts. Ja, dann... Scheiße! Was in aller Welt in drei Teufelsnamen beim Namen der Heiligen Maria Bla ist das? Liebe Leute, ihr seht das doch hoffentlich auch! Das Teil schießt auf mich! Ist dieser übergroß gewachsene Mutantenspargelstrunk etwa aus diesem kleinen Möchtegern-Moderator-Freak entwachsen? Nachdem er diesen Trank von Klaus van Kubernikus oder wie der hieß getrunken hat? Oh Mann, apropos Trank, ich sollte mir ganz schnell mal ein paar Tränke der Heilung reinpfeifen und noch ein Stück rohes Schweinefleisch fressen und dann gucken, wie ich hier rauskomme. Ich muss fliehen. Ich kann doch nicht gegen das Teil kämpfen. Ich alleine gegen dieses Ding. Wobei, ich bin ja nicht ganz alleine. Ihr seid ja an meiner Seite. Im Herzen sind wir doch verbunden. Oder etwa nicht? Aber trotzdem, das ist angsteinflößendes Teil. Krieg ich es wenigstens damit erwischt? Ja, aber es mich natürlich auch. Ich muss hier raus. Ich muss hier vor allem irgendwie runter, bevor es das ganze Baumhaus in Schutt und Asche zerlegt hat. Komme ich hier irgendwie lebend noch runter? Und was wabern denn da für kleine Orb-Dinger rum? Oh Gott, und die schießen auch noch auf mich. Gehört das zu ihm? Einem Anschein nach. Vielleicht sind das so irgendwelche Säulen seiner Kraft, diese Dinger, die ich jetzt kaputt schießen muss. So stereotypisch wie jedes Videospiel. Oh Mann. Aber meine Scheiben scheinen... einen Effekt zu haben, auch wenn er sehr gering ist. Aber ich muss hier raus, der macht mich platt. Ich will hier raus. Ich will hier aus diesem Baumhaus raus. Alter. Ich fliehe einfach in den tiefsten Dickicht des Dschungels. Und vor allem mit allen Beinen. Es sieht mich. Oh Mann, ich muss was essen. Habe ich denn noch ein paar Tränke übrig? Jawohl, habe ich. The Tower of Fools, also. Oh Mann,
Das ist also die letzte Geheimwaffe jetzt von Professor Framek, beziehungsweise von diesem Van Kobernikus-Typen. Es scheint ja, dass die Verschwörung noch viel größer ist, als wir dachten. Dann noch dieser Christopher Krink? Oder wer auch immer das war, der erinnert mich an einen Let's Player, verdammt nochmal. Das gibt's doch gar nicht. Wird jetzt hier schon geklaut im Minecraft-Let's Play oder was, um Zuschauer zu erreichen? Erbärmlich. Erbärmlich. Fast schon so erbärmlich wie mein Versuch, hier hochzuklettern. Hochzukraxeln. Ist denn das? Sieht aus wie ein zu hochgewachsener Riesenbrokkoli. Aber ich nutze die Gunst der Stunde, dass es mich nicht sieht und werfe meine Scheiben, die ihr Ziel verfehlen. Und Mann. Ich darf natürlich jetzt auch nicht in den Tod stürzen. Das wäre verhängnisvoll. Oh Gott. Das ist ein Kampf wie David gegen Goliath. Der kann doch nichts schaffen sein. Oh Mann, und ich wollte Minecraft spielen, um schön was zu bauen, um Spaß zu haben. Mir ein kleines Dörflein zu fertigen und nicht gegen irgendwelche riesigen Giganten hier in irgendeinem Dschungelbiom zu kämpfen. Das war eigentlich nicht Sinn der Sache. Vor allem jetzt erreichen meine Scheiben ihn doch noch. Ja? Habe ich denn noch ein paar Tränke dabei? Bevor ich dir gleich komplett die Nerven verliere. Komm. Ja. Ich brauche Tränke. Und ich brauche Essen. Ich habe ja noch zwei Kotwürste. Lecker. Ach, was gibt es Besseres, als in einem Kampf gegen einen riesigen Koloss Kotwürste zu verschlingen? Ich weiß es nicht. Oh Mann, ich bin noch verwundet jetzt. Ich habe aber auch noch einen Bogen. Vielleicht erwische ich ihn ja damit. Und er sieht mich nicht. Aber ich sehe ihn und treffe ihn nicht. Okay, meine Reichweite scheint nicht so groß zu sein, aber dafür habe ich ja noch diese Teile hier, die ich kaputt schießen kann. Aber das ändert nichts an seiner Energiemeiste. Leute, aber dafür endet es zu regnen. Der Regen hört auf. Ach, vielleicht haben die den Regen generiert. Okay. Denn bei der Sonne ist er vielleicht schwächer. Oder so. Das habe ich mir jetzt einfach mal so abgeleitet. Auch wenn es vielleicht gar keinen Sinn ergibt, aber was soll's. Der braucht Sinn im Leben. Wenn er Minecraft hat. Und natürlich meine Let's Plays. Und dieses wild gewonnene Teil, was mich gerade nicht trifft. Hallo, treff mich doch. Ich dachte schon, ich habe einen blinden Punkt gefunden, aber dem ist nicht so. Ich muss weiter hoch. Ich erreiche den von hier nicht. Beziehungsweise, ich erreiche ihn schon, aber sehr schlecht. Bevor meine Muni aus ist, sollte ich versuchen, hier noch irgendwie hochzukommen und ihn von oben zu erwischen. Er sieht mich nicht, aber ich sehe ihn. Komm, hier, 2, 3, komm, 4, Treffer, sitz noch, aber jetzt trifft er mich. Ah, Gott, ich brauche einen Trank. Er sieht mich gerade nicht, Gott sei Dank, jetzt kann ich mich hier wieder regenerieren. Ich dachte, der Kampf gegen diesen Old Manarot Kubus der Vergeltung wäre schwer. Aber das übertrifft ja bis jetzt wirklich alles. Vor allem, warum wurde der Typ zu so einem Turm? The Tower of Fools. Dann noch so ein Möchtegern cooler Name. Echt mal, treffe ich ihn auch noch nicht. Scheiße. Was machen wir nur? Ein paar Pfeile habe ich ja noch. Und die Wurfscheiben heften da in der Turmfassade. Ah, Gott. Aber wenigstens hat er da oben ja einen Schwachpunkt, den ich auch erreichen kann irgendwie. Jetzt lacht er mich einfach an. Ach, wie niedlich. Ein bisschen was Süßes hat es ja. Ne? Ja, also ganz hässlich ist es ja auch nicht, dieses Turmteil. Ich bin ja wirklich weitaus hässlicheres mit Christian gewohnt. Ha, da hab ich dich. Friss dies! Und flüchte! Oh, ich hab ja Gott sei Dank auch einen Trank der Regeneration, der natürlich jetzt auch getrunken werden muss. Ah, damit! Ich bin gleich tot wieder. Das gibt's doch gar nicht. Ich kann doch nicht so schnell sterben hier. Mann, ich kann doch nicht einfach sterben. Es gibt doch noch so viel, wofür es wert ist zu leben. Kann ich doch nicht einfach sterben. Mama, rette mich. Hoch. Bitte seh mich nicht. Hab ich noch ein paar Scheiben? Ich hab noch Scheiben. Ich hab Gott sei Dank noch ein paar Scheiben. Aber es schießt auf mich. Es schießt sowas von auf mich. Treff ich ihn? Ja, ich treffe ihn. Hier, volle Breitseite mit den Todesscheiben des Grauens. Tower of Fools, du bist gleich Geschichte. Ja. Und seine Reichweite reicht nicht. Ich krieg ihn. Ich glaube, ich hab seinen Blindenpunkt. Seine Schwachstelle. Aber ich falle. Nein. Ich muss den Ort wechseln. Und den Bogen ziehen.
Mit gezogenem Bogen stelle ich mich ihm entgegen. Diesem Monstrum und damit fällst du Tuschedo-Beast!